Namaste. Hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play GTA 3. Und ja, wir machen jetzt erstmal die Mission für Jimmy. Oder ich glaube, er heißt Jimmy, ja. Das J, für das J machen wir die Mission. Und warum? Ganz einfach, weil wenn ich jetzt die letzte Mission für Salvatore abschließe, kann ich die nicht mehr erledigen, die Mission hier für den Jimmy. Und ja, habe mir überlegt, vielleicht mache ich hier noch 100% Run. Kommt ja darauf an, wie das hier angenommen wird, dieses Projekt, ob euch das wirklich sehr interessiert, GTA 3, oder ob euch das scheißegal ist, ne? Kommt ja immer drauf an. Manche machen das ja auch nur, um die Stimme von jemandem zu hören oder so. Aber naja, deswegen machen wir jetzt einfach mal den Einkauf, und der Typ, der läuft sehr komisch. Egal. Die Flucht. What a ride she's gonna be, huh? All right, listen. Get some wheels to the safe house at St. Mark's and pick up a few friends of mine. They're hitting the bank and they need a driver. I gave my word that you were the man, so don't screw this up. Get them to the bank before 5 o'clock, not a minute after. Ja, dann haben wir noch 7 Minuten bis 17 Uhr. Das ist reichlich Zeit. Da haben wir keinen Druck, ja, keinen Zeitdruck. Noch jedenfalls noch nicht. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der perfekte Fahrer. Auch schon bei meinem Vice City Let's Play war ich ja nicht so der Beste. Und ja, in ein paar Parts, wo ich leicht angetrunken war, hier von GTA 3, oh, das ruckelt, Windows 7 nicht ruckeln. Da konnte ich auch nicht so super fahren hier in GTA 3. Aber das sei vergeben und vergeben und vergessen. Und da kommen auch schon die, ich denke mal, es müssten jetzt 3 Maskierte sein, ja, 3 maskierte Rächer sind ja schon auf dem Weg in unser Auto. Und jetzt fahren wir sie auch gleich zur Bank auf dem Boulevard. Die kenne ich zum Beispiel gar nicht, die Bank. Ich kenne sie nur in GTA 4, aber in GTA 3 ist sie mir jetzt noch gar nicht so präsent hier ins Auge gestochen, aufgefallen. Und hier schon auf, so komisch zu reden und entfernte merken für, ne, nach dem Bankraub, so. Also, halt mal an. Da! Der eine ist gefallen. Oh, herrlich. Ja, der angsterfüllte, ominöse Schreier-Tier bedeutet, Überfall ist ausgeführt. Und jetzt sehr früh geht die Sirene los. Ich glaube, einer ist down, oder? Einer fehlt irgendwie. Es sind nur noch 2 da. Naja, komisch. So, wir haben jedenfalls auch nur noch 2 Sterne und nicht mehr 3. Das ist schon mal schick. Und da kommt ein Kopf, ignorieren wir. Und ab hier in die Garage. Na komm. Ah, Schilly, Kopf sei von hier, dein Fahndungslevel, sag das doch gleich. Hier, Polizei, Mensch. Dann werde ich jetzt hier mal, wartet mal, ich habe vergessen, wo diese Paint-Spray-Anlage ist. Deswegen mal hier einen kleinen Umweg, ja. Das bitte? Also, was heißt, verzeiht mir das bitte? Ihr könnt es ja auch so machen. Ich werde jetzt nichts zahlen. Ich werde jetzt einfach die Fahndung stehe, eiskalt ab. Und damit fange ich das. Das braucht ja jetzt länger. Aber wie gesagt, das Spiel ich wirklich blind. Ich habe diese Mission, die ich jetzt gerade hier mache, noch nie in meinem Leben abgeschlossen. Und deswegen, weil der Kopf hier so blöd nervt, tun wir jetzt mal hier, ne? So. Haben wir einen weniger. Können wir jetzt auch gleich mal hier scharf wenden. Tack. Na Mensch, haben sie uns doch noch gefunden. Und scharfe Linkskurve und raus. So, und jetzt zur Garage. Ich denke, Stern, ja, Stern ist weg. Ah, fuck. Dammit. Oh, Mist. Das war ein blöder Unfall. Ich sag ja, ich bin nicht der beste Fahrer. Aber es hat ja diesmal anscheinend gereicht. Komischerweise. So, schauen wir kurz auf den Timer. Nein! Fuck. Da schaut man einmal auf den Timer und nicht explodieren. Bitte nicht, Leute, überlebt. Bitte überlebt, Leute. Ja, sie haben überlebt. Gut, dann joggen wir jetzt dahin. Das passt schon. So. Also, wir haben noch 7 Minuten. Die folgen mir doch, oder? Mit
Ja, natürlich, die folgen mir. Ho, ho, ho. So. Legt euch mal in die Riemen, Männer. Mensch. Ich sag ja, einer ist weg. Einer ist gestorben beim Überfall. Genau wie in GTA 4. Na, guck mal, wie die aussehen. Die Masken. Ja, ekelhaft hier. Mensch, Mensch, Mensch. Egal. So. Wir sind da. Ja, jetzt sag nicht, besorgt dir ein Fahrzeug. Oh, das ist ja, das ist lächerlich. Oh, das ist lächerlich. Ah, Mist. Könnt ihr jetzt beide einsteigen? Ja, gut, okay. Sie haben schon damals gelernt, hinten in den Van einzusteigen. Das finde ich so eine super Sache für euch. So. Also Leute, war mir ein Vergnügen. Ihr wart sehr gesprächig. So, 20.000 haben wir für diesen Job bekommen. Und da ist ein Patriot. So heißt der Wagen. Liebe ihn. Yo, 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 raus aus dem Wagen, Mann. Das ist jetzt meiner. Und ja, dann fahre ich mal kurz nach Hause hier und speichere das Spiel ab. So, darin. Das ist ja nur ein kurzer Weg, das werde ich nicht cutten. Das ist alles ungekürzt, ungeschnitten. Director's Cut, wenn ihr so wollt. So, und rein mit dem. Mit dem Geländewagen, mit dem Militärfahrzeug eigentlich eher gesagt. So, der Bombenanschlag können wir überspeichern, genau. Jo, ist gut gelaufen alles. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, 5 Minuten, okay. Also, ich habe immer so einen 12-Minuten-Timer, da will ich noch 3 Minuten zum Überziehen habe. So, also 5 Minuten von der Timerzeit. Das heißt, da ist noch Platz für so eine kleine Nebenmission, so eine Telefonmission. Und die machen wir eigentlich sehr Spaß. Also, warum nicht? Machen wir mal eine, noch so eine. Vor allem, die ist hier gleich um die Ecke. Und Salvatore, das dauert sicher ewig, diese Mission. Also, hallihallo. Achso, ja. Jäger des verlorenen Schundes. Opportunist has stolen a van of my latest publication, Hub of the Press. But that spanked up idiot has left the rear doors open, and now my beautifully produced, tastefully photographed adult literature is being dropped all over Liberty. Take the van and follow that trail of Donkey Does Dallas volumes 1, 2, and 3, collecting it as you go. When you follow the trail to that thieving spankhead, waste him. Then deliver my donkey derby to Triple X Max in the Red Light District. Ja, dann müssen wir in dieser Folge jetzt Pornos einsammeln, oder habe ich das falsch verstanden? Egal, fangen wir mal direkt mit der ersten Spur an. Oh, tut mir leid, Kumpel. Achso, wir müssen diesen Wagen nehmen, okay. Schon klar. Einsteigen in den scheußlichen Wagen. Tja, da ist die erste Spur. Oh, fuck. Was? Das ist ja doof. War ja gar nicht. Ungechillt. Ein Rennen ist das praktisch. Eine Art Rennen. So. Mit diesem Scheißwagen eine Art Rennen zu fahren, ist lebensgefährlich. Nun ja. Muss ich durch. So. Die Magazine können wir ja voll einsammeln. Ich meine, ich habe ja auch die Fenstertür hier weit offen. Wow. Ich glaube, es geht hier rechts. Ja, gut geraten. Wenn ich einmal falsch rate, dann ist es aus. Ah, fuck. Tja. Es geht sich noch aus, aber jetzt sind wir schon wieder in der Nachspielzeit hier, Mensch. Mensch. Jetzt geht schon immer wieder der Timer los, das ist blöd. So. Gut, ich hol auf. Komm, ich hol auf. Zack. 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 Ich hol die Sekunden auf. Nein! Fuck. Jetzt geht's mir an den Kragen. Jetzt geht's mir in den Kragen. Ah, fuck. Oh, Mann. Kein Fehler mehr jetzt. Kein einziger. Ah, das war super gedriftet hier von mir. Da. Ich lobe mich selbst, ja. So. Fuck. Oh, Mann. Ja, die Musik motiviert. Wo lang? Rechts, links? Ich weiß es nicht. Geradeaus? Fuck, wo lang denn? Mensch, wo lang? Wo lang geht's? Ah, fuck, bitte. Sagt es doch gleich ganz... Och, Mann. Dieses Rennen ist ja scheiße organisiert, Rockstar, ganz ehrlich. Scheiße organisiert. Und was? Schießt da wer auf mich? Wer schießt da auf mich? Ach, du schießt da auf mich. Du erlaubst es dir, auf mich zu schießen? Na, das wollen wir mal ja mal sehen. So. So. Zack. Schieß nicht noch einmal. Oh, da ist ja noch wer. Na, der will ja auch was von mir. Na Mensch. Na,
das ist ja ein Ding. Wollen die mir alle hier ein Leder? Ja, ey, super hier. Erstmal schießen, ne? Immer. Was anderes könnt ihr ja gar nicht. So. Ich hab hier noch was Feines. Oh, Mensch, jetzt tust du mich auch brennen lassen. Das ist ja nett von dir. Super. Super. Alles verbrennt gerade. Meine ganze schutzsichere Weste, alles verbrennt. Stirb. So, und du, Kopf. Tot. Nein, das ist eine Frau. Auf Frauen schießt man nicht. So, ich bin eh gleich tot. Denke ich zumindest. Müsste realistisch sein. Fuck. Das ist doof. da hinten ist ein Fahndungslevel, Aufhebungs-blablabla. Da komme ich jetzt aber nicht mehr durch, oder? Nee, darüber kann ich nicht springen. Oder doch, vielleicht so. Zack. Und los. Nur noch ein Stern. Jetzt dürfen sie nicht auf mich schießen. Das ist gut. Ah, fuck. Okay. Stirb! Das war's wert. Stirb! Boah, 3 auf 1 Streich. Somebody call a what? Zack. Und zack. Bam! Fight win? Doch nicht. Hey, von wo, mein Lieber? Ah. Hat sich hier jemand verirrt, ja? Na dann. Hasta la vista. So, endlich. Fuck. So. Gut, da klingelt auch schon der Timer. Wir sehen uns in... Ja, da. Passend. Zum Ende sterbe ich. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao, Leute. Haut rein.